Wir stehen quasi im Hofgarten. Jetzt gibt es was Besonderes für euch. Nico darf weitermachen. Genau, also ich habe den Philipp zufällig wieder getroffen. Wir waren mal vor 3-4 Jahren beim Radfahren im Finale. Ein paar Tage her, genau. Alle Wunden und sind verheilt. Alle genau, stimmt. Und ja, jetzt heute hat er mal ein schönes neues Rad dabei, das er uns ein bisschen näher bringen wollen würde. Bitte, Philipp. Wollen würde, servus. Danke, Nico. Hallo zusammen, freut mich, dass ich da sein darf. Ich bin der Philipp von Aubert. Ich mache das Marketing für Aubert in Deutschland und Österreich. Und was ich für euch dabei habe, ist unser nagelneues Rayon, wie der Spanier sagt. Also Rayon, der ein oder andere von euch hat es vielleicht schon mitbekommen. Wir haben es vor 2 Wochen vorgestellt. Das ist unser neues Enduro-Rad. Es ist die sechste Generation vom Rayon. Das Rayon war das erste Mountainbike, was Aubert gebaut hat. Und jetzt eben hier ganz frisch vorgestellt, kommt demnächst in die Läden. Unser 29er, beziehungsweise in der Variante sogar als Mallet, bieten wir das Rad fürs kommende Jahr in 4 Ausstattungsvarianten an. Los geht's bei 4.299 Euro, geht hoch bis 10.000. Das, was wir hier haben, ist das M-Team. Und der ein oder andere weiß das vielleicht von Aubert, wir haben natürlich einen Konfigurator und ihr könnt nicht nur eure Lackierungen selbst aussuchen, sondern ihr könnt eure Komponenten selbst aussuchen. Zum Beispiel der wunderschöne markante Stahlfederdämpfer könnt ihr euch aussuchen, Luft oder Stahlfeder. Ihr könnt die Reifen auswählen und ihr könnt auch die Laufradgröße hinten auswählen. Das Ganze definiert ihr über den Yoke, der hier hinten drin sitzt. Der kommt beim Rad für beide Laufradgrößen mit. Das heißt, wenn ihr das Rad bestellt, egal in welcher Konfiguration ihr es bestellt, bekommt ihr einen zweiten Yoke dazu. Da sind die Lager auch schon fertig eingepresst. Das heißt, ihr könnt das ratzfatz in 10 Minuten einfach umbauen und habt dann eben Mallet oder 29er hinten. Also für jeden Geschmack auf jeden Fall was dabei. Das wirklich Besondere an dem Rad ist ein extrem kurzes Sattelrohr. Wir finden, dass es immer wichtiger wird, dass ihr euch auf dem Rad wirklich toll bewegen könnt, und dafür brauchen wir ein kurzes Sattelrohr. Jetzt ist es so, ich habe leider keine 200er Stütze in dem Rad drin, aber wenn ich eine 200er Stütze in dem Rad drin hätte, dann wäre dieser Abstand auch nicht so riesengroß. Wir bieten, und damit sind wir wirklich verhältnismäßig alleine, ich sage nicht ganz alleine, aber es sind wenige, wir bieten selbst in Rahmengröße S bei dem Rayon die Möglichkeit, dass ihr eine 200 mm Fox Transfer komplett versenken können. Und das bringt besonders für die Kleinfahrer einen riesigen Vorteil, weil ihr habt plötzlich den kompletten Sattelstützenhub und müsst euch nicht mit irgendwie einer 125er Stütze begnügen, weil das Rad hinten so hoch ist. Ihr habt also viel, viel mehr Bewegungsfreiheit auf dem Rad. Dazu kommen noch ein paar kleine Features, wie zum Beispiel hier unseren Storage. Das Schöne daran ist, ihr macht einfach den Hebel auf und dann könnt ihr den Deckel komplett wegnehmen. Innen befindet sich hier ein Gummiband, an dem ihr ein Tool befestigen könnt. Und außerdem haben wir hier 2 Taschen, eine leichtere, stabilere, die geht das ganze Rohr nach oben, und dann unten nochmal eine aus Neopren. So, die sind jetzt voll. Die untere, da kommen eher Tools rein, Kartuschen und so weiter, und hier oben, die eignen sich perfekt für den Schlauch. Und so nutzt ihr einfach den kompletten Storage im Unterrohr für aus. Und wie gesagt, ihr nehmt es komplett weg, also es ist fürs Handling total einfach. Und übrigens, Fun Fact, für die Montage vom Flaschenhalter ist es absolut simpel. Dann kommt der Hebel einfach wieder zu und ihr seid good to go und alles ist sauber verstaut. Die Kabel werden innen drin geführt, da klappert nichts, da scheppert nichts. Wir haben hier nochmal eine Verstärkung, das haben wir an verschiedenen Rädern von uns schon, dass das wirklich alles ordentlich stabil ist. Richtig, richtig coole Geschichte. Nächstes kleines Fun-Feature, ich weiß nicht, ob du mal kurz auf die andere Seite rüberkommen möchtest, ist hier unser FLP, unser Fully Loaded Pivot. Und der Trick am Fully Loaded Pivot ist, dass hier ein Multitool drin sitzt. So, ein Multitool mit 5 Imbusschlüsseln. Das sitzt da mit einem Magneten drin und ihr seht, das Rad ist gefahren und das Tool ist noch da. Also das Tool hält. Dazu gibt es noch, das ist jetzt hier nicht mit dran, einen 6 mm Imbus, den ihr in der Steckachse hinten reinstecken könnt. Ah, das haben wir jetzt mehr, gell? Genau, richtig. Dann habt ihr da einfach auch nochmal ein zusätzliches Werkzeug. Insofern habt ihr bei dem Rad einfach die Möglichkeit, wahnsinnig viel Werkzeug ganz entspannt zu verstauen. Und das einfach immer dabei zu haben, ohne dass ihr noch ein Hipbag oder einen Rucksack oder sonst irgendwas habt, gerade wenn ihr mit Rückenprotektor fahrt, das ist einfach eine safe Nummer. Oder für die kurze Feierabendrunde daheim. Es ist einfach immer alles am Rad und ich brauche mich nicht kümmern, wo stecke ich den ganzen Kram hin. Schaut einfach mal vorbei auf die Aubert-Website, aubert.com.
Macht es am besten an einem regnerischen Tag. Jetzt kommt ja bald Herbst und Winter. Das eignet sich, weil erfahrungsgemäß bindet unser Farbkonfigurator die meisten Leute relativ lange. Wir bieten fast 1 Million Farbkombinationen für das Rad zur Auswahl. Ihr könnt euch das dann auch abspeichern als PDF und als Bilder. Könnt euch das als Desktop-Hintergrund einrichten, damit ihr schön von dem Fahrrad träumen könnt, das ihr euch konfiguriert habt und viel, viel Spaß damit habt. Und ja, kommt vorbei, schaut vorbei, wenn ihr das nächste Mal in Brixen seid. Aber wenn wir uns woanders sehen, schaut euch das Rayon an. Es ist ein richtig geiles Fahrrad. Das macht wirklich viel Spaß und es gibt noch viel, viel mehr her, als ich in 5 Minuten und 10 Sekunden zu sagen gewusst habe. Ja, mega. Von mir noch vorbei. Ganz kurz. Weißt du ungefähr, was es wiegt? Ich weiß ungefähr, was es wiegt. Mit einem Exo Plus Reifen sind wir bei 14 Kilo. Und das heißt, hier kann ich mich einfach austoben. Ich kann die Bremsen je nachdem, was mir gefällt, wählen. Ich kann die Schaltung je nachdem, was mir gefällt, kann ich alles bei eurem Konfigurator sozusagen. Genau, wir bieten natürlich gewisse Rahmenbedingungen an. Also wir arbeiten sehr viel mit Fox und Shimano zusammen. Aber du kannst gerade beim Modell zwischen XT, XTR oft wählen, genauso bei der Schaltung zwischen XT, XTR. Und wir haben ja die 4 Grundvarianten, da ist auch eine SRAM-Ausstattung dabei, das M10. Aber grundsätzlich könnt ihr genau diese Sachen auswählen. Aber es sind relativ viele und es variiert auch immer, weil natürlich, ihr kennt es mit der aktuellen Situation, es ist nicht immer alles genauso verfügbar, wie wir das gerne hätten, aber wir daten es immer wieder ab. Und was wir an Teilen kriegen, das bauen wir da auch dran und das stellen wir euch auch zur Verfügung. Ja, mega. Klingt ja, alles top. Spannend. Hört sich ja gut an, muss man selber mal hinschauen. Ja. Bin neugierig geworden.